Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es mal wieder um unsere beste Freundin Aline Bachmann und Like Us, das ganze Drama dort und um die Wahrheit bei Like Us, irgendwie so werde ich es nennen. Ich habe jetzt endlich auch die Folge sehen können, die einen riesigen Skandal vor 2 Jahren ausgelöst hat. Alle Statements von damals, die ganzen Stories sind hier auf dem Kanal zusammengefasst. Also es lohnt sich auf jeden Fall dort vorbeizuschauen und auch ein kostenloses Abo dazulassen. Denn ich würde auch gerne für euch dranbleiben an dem Thema. Wenn euch das nämlich interessiert, dann schreibt mal gerne Like Us unten rein. Dann würde ich vielleicht auch nochmal die Produktion bzw. auch die Seite Klick da anschreiben, ob die vielleicht auch Interesse haben an einer kleinen Kooperation, dass ich vielleicht auch die Vorgeschichte nochmal ein bisschen beäuge. Ich hoffe, das ist jetzt auch für die in Ordnung, dass ich so ein bisschen Material hier zeige und aufkläre. Ich glaube, das ist auch in deren Sinne, denn es gab ja da viele negative Stimmen zu der Sendung, zu dem Format und den ganzen Drumherum. Ich glaube, das ist für alle ziemlich anstrengend verlaufen. So fair kann man das jetzt, glaube ich, zusammenfassen. Dann ist man jetzt hier nicht zu parteiisch. Ich habe alle Seiten mir angehört und kann nur sagen, mein lieber Schwan, heftig, und irgendwie ist es auch schade, weil sie den Hype so ein bisschen versäumt haben. Vor 1,5 Jahren wäre das, denke ich, wesentlich erfolgreicher gewesen, hätte man das wirklich Anfang 2022 rausgebracht. Ich hätte dann darüber berichtet, dann wären die Videos, glaube ich, noch wesentlich viraler gegangen als heutzutage. So ein bisschen ist ja der Bachmann-Hype jetzt auch geringer geworden, das muss man ja mal so deutlich sagen. Und von daher kommt das jetzt vielleicht auch ein bisschen spät, auch für die Kandidaten, was natürlich blöd, die ewig gewartet haben. Da gab es ja viele Probleme drumherum und mit der Bachmann hin und her. Aber wie gesagt, wenn es euch das interessiert, ist hier ein kostenloses Abo auf jeden Fall interessant für euch, denn ich bin mit einigen Kandidaten noch im Gespräch. Pizzaboy Max möchte vielleicht mit mir noch einen Talk führen, dann vielleicht auch mit Julia Oemmler noch. Andere Kandidaten können sich alle bei mir melden, auch eine Bachmann kann sich rein theoretisch bei mir melden. Es ist überhaupt kein Problem, dass hier jeder theoretisch auch seine Meinung sagen kann. Ja, ich gebe hier jedem die Möglichkeit, denn ich möchte ja hier fair berichten, ja, und wirklich versuchen, das bestmöglichst für euch und unterhaltsam zu machen. Wäre ja auch ganz spannend, wenn man auch mal so kritische Fragen der Bachmann stellen könnte und ihr dann vielleicht auch im Live-Talk das machen könntet. Wäre ja ganz interessant, ob das jetzt dazu kommen mag. Wage ich aber zu bezweifeln, ja. Gehen wir jetzt aber alles ein wenig chronologisch durch. Ich zeige euch jetzt mal eine kleine Passage, wo der Pizzaboy Max mit Aline Bachmann spricht in der Küche. Einige gehen dort auch durchs Bild von den Bewohnern dort, und dort wird auch nochmal explizit gesagt, Mensch, du hast doch hier einen Vertrag unterschrieben, du musst dich doch an bestimmte Sachen auch halten, und da werden einige Lügen schon aufgezeigt, die dort, finde ich nochmal recht deutlich auch eine Sprache sprechen, aber ich bin auf eure Kommentare gespannt, wie ihr das jetzt seht. Ich zeige euch jetzt mal eine ganz kleine Passage und dann gehen wir auch schon weiter am Text. Noch operiert werden sollen. Ich weiß nicht, ob du deine Verträge nicht gelesen hast. Das steht drin. Wenn wir wegen einem, verstehst du, du bist ja nicht, so wie ich, abgeschirmt worden, in ein Arztzimmer rein, untersucht worden, aus dem Arztzimmer raus, getestet und dann wieder rein, sondern du bist hier abgeholt worden mit dem Sanker. Du bist mit dem Sanker nach unten gefahren. Du hast eine Pflegerin, du hast dich irgendwo anmelden müssen. Du hattest einen Arzt, du hattest so viele Leute, die du getroffen hast, die potenzielle Gefahr sind. Aline, du hast diesen Vertrag unterschrieben und in deinem Vertrag steht es drin, wenn du krank bist, dann hättest du ins Krankenhaus gehen müssen, jetzt oder davor, und hättest dich krank schreiben lassen müssen für die restliche Zeit. Die Option stand dir genauso offen. So, weißt du, dafür kann ich nichts. Uns wurde gesagt, wir haben gerade unsere Szene gedreht, dass wir jetzt rüber ans Lagerfeuer gehen, da einen schönen Abend feiern. Ich könnte mir jetzt auch was Schöneres vorstellen, als hier zu sitzen und so sinnlose Diskussionen zu führen. Sinnlose Diskussionen? Naja. Wo es darum geht, dass ich dich als Vorwand genommen habe, weil ich ins Krankenhaus gegangen bin? Ja. Du sagst ja selber, oder hast selber zu mir gesagt, du möchtest, dass dieses Image loswerden, und du möchtest dich zeigen, wie du bist. Ich muss kein Image loswerden, ich muss gar nichts zeigen. Und ich scheiße auf dieses Geld hier, auf das ihr alle angewiesen seid. Soll ich dir mal was sagen? Ich muss kein Image wieder hinstellen. Ich muss abends in den Spiegel gucken können und mir in die Augen gucken können. Ich muss niemandem gefallen. Niemanden. Und ich bin nicht hier, um irgendein Image wieder aufzustellen. Wenn ich ein Image habe, dann habe ich ein Image. Wir haben Meinungsfreiheit. Jeder kann sich da draußen sein Urteil über mich bilden. Und denkst du,
nach 6 Tagen, wo du mich jetzt hier kennengelernt hast, dass du mich irgendwie ansatzweise beurteilen kannst in so einer Sendung, dass du dir das Blatt rausnehmen kannst und sagen kannst, nach 7 Tagen, ich kenne die Aline Bachmann in- und auswendig? Das kann keiner machen. Das kann meine Familie. Ja, das meine engsten Freunde. Also bin ich nicht darauf angewiesen, was du für ein Urteil, nachdem wir hier raus sind, was du für ein Urteil über mich bildest. Ja, bin ich nicht darauf angewiesen. Aber siehst du jetzt, was ich meine? Du beweist mir gerade noch mehr, wie sehr dieses Vertrauen gebrochen ist. Wahrscheinlich hattest du nie Vertrauen in mich. Was heißt denn Vertrauen? Das ist der Nächste, mit dem ich irgendwas machen kann. Ich sag's dir auch ganz ehrlich, Max, das ist auch noch ein Thema. Ich habe dich in den 7 Tagen nicht einmal irgendwie verletzt oder irgendwas nein, wir hatten Spaß und alles. Das ist auch noch eine und Sache, jetzt wirfst du mir vor, lass mich bitte ausreden. Ja. Und jetzt wirfst du mir vor, dass ich dich verletzt habe, weil ich vor 2 Tagen oder vor 1 Tag mit bestialischen Schmerzen in der Notaufnahme lag, eine OP abgewiesen habe und du mir vorwirfst, dass ich es nicht verstehen konnte, dass ich nicht mehr ins Haus einziehen durfte. Der Arzt hat gesagt, und das ist das Krasse, der Arzt hat gesagt, Frau Bachmann, hier ist nichts. Sie haben kein Problem. Sie können wieder gehen. Sie wurde direkt wieder entlassen. Es war kein Entzündungswert. Es war nichts. Sie durfte gehen. Wenn jemand im Krankenhaus liegt und übrigens alte Fotos aus einer Notaufnahme postet und dann die erste Frage war, haben die Kameras das eigentlich aufgezeichnet? Ey, sorry? Ich will hier niemandem was unterstellen, aber da liegt schon nahe, dass das vielleicht auch nur eine Show war, um halt eben Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe nicht schlecht über dich geredet. Ich habe gesagt, ich kann es nicht verstehen von einer Produktion, dass sie dich wieder ins Haus reinlassen nach einem HNO-Besuch und bei mir so einen Schwabbel machen. Die Situation war ja folgende. Max und Fabio waren in der Küche und irgendwann kam Max angerannt und meinte, Aline möchte mit Julia und mit mir reden. Und ich meinte, okay, dann sind Julia und ich los. Und auf einmal haben wir mitbekommen, dass Sam im Flur stand und Aline die Koffer nehmen wollte, während Max, Julia und ich in die Küche gehen wollten, um mit ihr zu reden. Dann sind wir aber in den Flur gegangen und haben schon gemerkt, dass sie halt angefangen hat, komplett zu eskalieren. Also wie so ein Schalter, der sich umknipst. Es war eigentlich alles in Ordnung. Die sind halt einfach nur weggegangen. Die hätten einfach ganz normal hinterherkommen können. Wir hätten alle normal reden können. Aber sie ist einfach, man hat halt gemerkt, oder ich habe gespürt, sie hatte gar nicht die Lust, mit uns zu reden. Sie hat sich halt aus der Situation geflüchtet, wollte sich verpissen, auf gut Deutsch gesagt, stand im Flur, die Tür war abgeschlossen, sie ist immer abends abgeschlossen. Wir wissen, wo wir raus können, übers Wohnzimmer oder über die Küche. Hat dann das ist eine Oscar-reife Leistung, was sie gebracht hat, gefühlt, so eine Schauspielszene da gemacht und gesagt, sie wird eingesperrt, ist durchgedreht, man konnte nicht mit ihr reden, sie hat rumgeschrien, sie war hysterisch. Ich dachte mir so, okay, Schauspielerin, und ihr ging es die ganze Zeit gut. Manche von uns haben mich sogar gefragt, möchtest du was essen? Ich meinte, nein, ich bin auf Diät. Da war auch noch was Kurioses, egal. Und dann kommen wir da hin und dann auf einmal sagt sie auf einmal wieder, oh, sie hat einen Kolikanfall, sie muss auf einmal ins Krankenhaus, obwohl sie 2 Minuten vorher noch total gesund war. Es ist für mich einfach alles nur Fake. Nachdem dieses Gespräch mit Pizzaboy Max zu Ende war, ging es dann auch schlagartig für Aline Bachmann in ihr Zimmer. Sie hat dann mit dem Handy die ganze Zeit rumgeschrieben. Dieses Format ist übrigens auch so gemacht, dass da alle an ihrem Handy Likes generieren können, beziehungsweise halt dort auch mit ihrer Community interagieren können. Ist irgendwie ganz interessant. Dadurch das Format, hat natürlich so das Ganze auch beworben, aber der Hype, wie gesagt, wurde so ein bisschen verpasst, das kam jetzt einfach viel zu spät und man muss sagen, das wirkte jetzt schon wieder in dieser Sendung so, wie wir es ursprünglich auch gedacht haben, ja, dass Aline Bachmann da wieder komplett überdreht, das Ganze nicht so richtig durchblickt und ja, einfach nicht Herr ihrer Lage in dem Moment vielleicht auch war. Man muss ja auch mal wirklich sagen, richtig fit wirkt sie da mental in dem Moment natürlich nicht. Wenn man die ganzen Storys von ihr noch im Kopf hat, war das drüber und sie war fix und fertig. Ich finde es schwierig, dass da anscheinend die Produktion und die Psychologen anscheinend dann doch irgendwie überhaupt nicht zu ihr durchdringen konnten. Auch die anderen Kandidaten konnten es nicht. Aber man hat gemerkt, ui, das geht jetzt in eine ganz, ganz heftige Richtung und sie dreht jetzt vollkommen am Rad. Aber wie das da abgelaufen ist und wie das in der Sendung ausgestrahlt wurde, zeige ich euch jetzt mal hier.
Wortlos und für alle völlig überraschend geht Aline in ihr Zimmer, um ihre Koffer zu holen. Dann geht sie nach unten, um die Villa zu verlassen. Im Flur trifft sie auf die Bewohner. Es entwickelt sich eine aufgeregte Diskussion. Die Haupttür ist auch offen. Nein, die Türen sind alle offen. Nee, die Türen, wie soll ich denn hier über Dienst gehen? Ja, aber hey, du bist nicht eingeschlossen. Du bist nicht eingeschlossen. Ja, irgendwie wollte sie dann abhauen, wollte sich dessen auch nicht mehr stellen. Es war nicht möglich, mit ihr darüber zu sprechen. Ich hätte das gerne getan. Wie gesagt, am Anfang habe ich auch erstmal gedacht, ich warte erstmal ab, aber in der Gruppe ja, wäre das eigentlich ganz schön, einfach mal zusammen zu sprechen, weil es geht uns alle was an. Wir haben Dinge mitbekommen. Sehr viel haben wir auch in Kauf genommen wegen ihr. Auch so Sachen, was die Sicherheit und so hier in diesem Haus anbelangt. Und das ist halt mega schade, wenn man dann mit dieser Person nicht sprechen kann, weil sie eben ja emotional so geladen ist, dass man gar nicht mehr an sie rankommt. Und das war gestern der Fall. Das war sehr schade. Und ja, hätte ich selber nicht gedacht, dass es dann so eskaliert. Dann sollen sie jetzt die Tür aufmachen. Okay, ich frag die gleich. Okay. Dann sollen sie jetzt aber man kann ja auch sagen, die war ja schon so. Ich fand die Situation, dass sie da so gespielt hat, dass sie da nicht rauskommt aus der Villa, um das irgendwie gegen uns oder gegen alle anderen zu verwenden, vollkommen übertrieben. Vor allem, weil die Türen ja wegen ihr und ihren Hatern vorne zugesperrt waren, dass von vorne niemand reinkommt. Es gibt aber 1000 Türen in diesem Haus, also 1000 ist übertrieben, aber es gibt genügend Türen, wo sie ganz klar wusste, da kann ich nach draußen, aber sie hat lieber den Weg der Show gewählt. Ja, wir sind ja dann auch alle hingegangen zu ihr und also ich habe es einfach komplett nicht verstanden, weil jeder weiß, dass die erste Tür immer zu ist. Das weiß sie auch, seitdem sie hier ist, immer. Also jeden Tag ist diese Tür zu und hinten die Küche war offen, hier am Lagerfeuer, die Tür war auch offen. Sie hätte überall rausgehen können. Wir haben sie 100-mal gesagt, hinten ist offen, komm, wenn du rausgehen möchtest, du kannst raus, wir nehmen deine Koffer, du kannst hinten raus. Aber sie hat rumgeschrien auf einmal und war dann am Telefon die ganze Zeit, also habe ich nicht verstanden. Lass mich nicht aus dem Haus raus! Du bist ganz, ganz irre. Kein Mensch hat dir Schmerzen zugefügt. Kein Mensch hat dich hier eingesperrt. Ey, bitte such dir echt einen Psychologen. Komm, sag mir es hinterher. Ja, aber dich fasst keiner an, dich sperrt keiner an. Hör uns doch bitte kurz zu. Aline. Ja, Anzeigen ist raus, ne? Kennen wir alle. Die Bewohner und die Produktion versuchen, Aline zu beruhigen. Doch leider lässt sich Aline nicht mehr überzeugen und schließlich verlässt sie mit ihren Koffern die Villa. Die Aufregung ist groß. Der Fahrer wartet auf die restlichen Sachen von Aline, doch das dauert ihr zu lange. Sie steigt einfach aus und geht los. Auch unser Angebot, sie in ein Hotel zu fahren, lehnt Aline ab. Wir alle sind geschockt und aufgewühlt. Niemand hat mit so einer Eskalation gerechnet. Interessant ist auch der Punkt, dass jetzt einige Kandidaten drumherum auch nochmal bestätigen, dass das dort alles mit rechten Dingen zuging. Man muss ja auch sagen, vor 2 Jahren gab es auch noch andere Richtlinien. Ja, die muss man ja auch nochmal anmerken. Damals war das große C noch ein ganz großes Thema. Da musste man sich natürlich auch noch ganz anders verhalten. Bei so Drehterminen und Co. musste explizit auch darauf geachtet werden, dass die Leute natürlich da alle auch einen negativen Test haben, beziehungsweise natürlich auch ja drumherum die Leute abgeschottet sind. Und da konnte man nicht so einfach sofort ins nächste Hotel und da weggefahren werden. Da musste natürlich auch alles nach gewissen Regeln ablaufen und das finde ich nochmal ein ganz wichtiges Thema und das muss man sich auch bewusst machen, ja, dass die Leute dort auch so ein bisschen anders handeln mussten, weil es damals nicht anders ging und das will ich hier nochmal anmerken und es ist auch sehr interessant, dass sämtliche Kandidaten auch ganz klar sich gegen eine Aline Bachmann da ausgesprochen haben und da bin ich mal auf eure Meinung gespannt, wie seht ihr das jetzt, aber es spricht für mich dann schon eine deutliche Sprache. Nicht, der spricht nicht mit dir. Ich rufe jetzt den Krankenwagen, ich hab's richtig schnell.
bin wirklich froh, dass sie das Haus verlassen hat. Freiwillig, auch wenn es ein bisschen doof gelaufen ist. Ich wünsche ihr nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Ich wünsche ihr trotzdem alles Gutes. Ich wünsche ihr, dass sie sich Hilfe holt und dass sie Leute an ihrer Seite hat, die sie unterstützen werden, denn es braucht sie ganz dringend. Das war ja völlig irre und unrationales Handeln. Also, ja, jetzt ist sie weg. Also, ihr Auszug hat eigentlich genau das perfekt gemacht oder dieses Bild, was man von ihr über die Tage bekommen hat, im späteren Zeitraum und was man dann so mitbekommen hat, leider, leider bestätigt. Nach dieser Aufregung haben wir entschieden, das Clickvoting ein weiteres Mal auszusetzen. Als Fazit des Ganzen kann ich nur sagen, das ist maximal blöd für alle dort gelaufen. Erstmal hat die ganze Ausstrahlung jetzt 2 Jahre gedauert. Der ganze Hype um die Sendung war im Eimer und keiner spricht so richtig drüber und es ist auf einer Plattform, die noch sehr neu ist, die natürlich auch erstmal beworben werden muss. Die ganzen Kandidaten sind, glaube ich, auch ziemlich genervt von der ganzen Geschichte gewesen. Auch die Produktion, auch ich denke der Streamingdienst, alle sind nicht wirklich, glaube ich, mit der ganzen Situation dort zufrieden gewesen. Und am Ende hätte man das vielleicht auch wissen können mit einer Aline Bachmann, dass das da vielleicht komplett in die Hose geht. Andererseits habe ich sie auch immer am Trash-TV nochmal gesehen und hätte sie auch bei anderen Formaten schon vermutet in der Zeit. Mal sehen, wie es weitergeht. Auf jeden Fall ist sie eine Drama-Queen und schwierig als Person und durchaus kritikwürdig. Das habt ihr in den letzten Jahren zuhauf hier auch bei mir mitbekommen. Andererseits höre ich mir auch gerne ihre Seite nochmal an. Sie hat allerdings jetzt auch nichts Großartiges mehr gepostet. Ich kriege es ja von euch hier und da auch mal zugeschickt. Sie ist momentan wieder bei TikTok. Vielleicht kommt nochmal irgendwas nach dieser Ausstrahlung, dass sie dann nochmal auf 180 ist. Dann werde ich natürlich darüber auch berichten. Ansonsten versuche ich so ein paar Talks einzufädeln und wenn ihr mögt, vielleicht noch diese Zusammenarbeit in die Wege zu leiten. Ich hoffe auf jeden Fall, dass jetzt Klick und die Leute von Like Us jetzt kein großartiges Problem haben, dass ich das jetzt so aufgezeigt habe mit diesen Passagen. Ich hoffe, das ist so in Ordnung und okay. Soll es für heute gewesen sein, lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao, ciao.